Hallo, ihr allerliebsten Sweeties. Es ist wieder mal Zeit für ein Geheimnis von der Hohepriesterin. Ihr mögt euch erinnern, es ist ganz bestimmt schon fast 2 Monate her, seit wir die letzte Aufnahme gemacht haben für das Geheimnis von der Hohepriesterin. Und weil ich so gefunden habe, wir kommen so ein bisschen in eine andere Energieschwingung, so das Tobende, was gesehen ist, Ende Oktober, so ein bisschen mit dieser aggressiven Energie, die ganz lange Nachhall noch hatte, bis in November, bis Anfang Dezember rein, habe ich so wie das Gefühl, das kommt jetzt langsam in die Ruhe. Und darum habe ich gefunden, möchte jetzt sehr, sehr gerne in die Energie schauen von der Hohepriesterin, weil mir ist aufgefallen, immer wenn ich die Hohepriesterinnen-Energie lege, dass daraus folgend, resultierend, sehr häufig andere Orakel entstehen, die einen Bezug haben zu dieser Legung von der Hohepriesterin. Und das finde ich recht spannend, weil mir ist aufgefallen, aufgrund vom Ende von der letzten oder vom letzten Teil von der Hohepriesterin, ist ja der Teufel in der Legung drin gewesen. Und der Teufel hat nachher sich nochmal wiederholt im Inanna-Prozess. Ganz intensiv, mit einer ganz, ganz starken Energie, mit einem sehr tiefen Läuterungsprozess, der ja auch sehr aggressiv war. Und ich finde, dass das Geheimnis von der Hohepriesterin relativ gut und auch auf eine sehr tiefsinnige Art und Weise die kollektive Energien kann erfassen. Und darum freue ich mich jetzt gerade, mit euch zusammen in die Legung zu starten. Wenn ihr vielleicht nicht mehr gerade wisst, wo wir stehen geblieben sind, schaut doch gerne in der Playlist. Wir sind inzwischen in der dritten Staffel angelangt. Und es ist wirklich auch spannend zu sehen, jedes Mal, wenn eine Staffel zu Ende geht und die Hohepriesterin ihr das Geheimnis freigibt, was ja hier die Karten ist, dann kommt es meistens auch nochmal zu einer Orakelserie oder zu Orakel, wo sehr, sehr tiefgehend in Prozesse auslösen. Und das zeigt einfach so ein bisschen der Barometer oder der Messgrad von der qualitativen Wertigkeit von dem Orakel, das Geheimnis der Hohepriesterin. Ich weiß ja von euch, ihr habt das Orakel ja zum Teil auch sehr gern. Vielleicht, es würde mich noch wundern, warum, dass ihr das Orakel so gern habt. Vielleicht, weil ihr immer so gespannt darauf wartet, ob sie da ihr Geheimnis freigibt. Ich weiß es nicht. Sagt es mir gerne, schreibt es mir doch in die Kommentare, es würde mich wundern. Und wir legen gerade los in die Legung. Ich lege wie immer zu dem Orakel auch den Ring von der Hohepriesterin an. Die Hohepriesterin ist ja in der Yin-Energie schwingend, also sie ist der Mondenergie zugeordnet. Dementsprechend lege ich hier auch den Ring vom Regenbogen-Mondstein an, um einfach ganz gut in die Energieschwingung von der Hohepriesterin reinzukommen und so auch die Deutung für euch gut zu machen. Voilà. Gut, wir starten hier mit dem Hauptimpuls, um was es genau geht im Moment. Was ist das Thema? Und es kommt der Ritter von den Schwertern. Hei, hei, der Ritter von den Schwertern zeigt mir aber hier einen Ritter an, der müde ist. Des Kampfes müde. Und es geht darum, bei dir ganz, ganz gut zu überprüfen, wo hast du vielleicht in den vergangenen Tagen oder auch Wochen Kämpfe ausgetragen, Konfrontationen ausgetragen, die dich insgesamt sehr, sehr müde gemacht haben. Und wo vielleicht auch so ein bisschen scharf sie scharf mit deinem Umfeld, scharf mit dir selber. Und vielleicht hast du aber auch Schärfe empfangen, also dass man zu dir relativ scharf und schroff und hart ist. Und der Ritter von den Schwertern zeigt hier mir eine Energie, wo total in einer Erschöpfung innen ist. Also er mag eigentlich gar nicht mehr. Er hebt sich hier an einem Stab und er wartet eigentlich darauf, fast ein bisschen wie das Ass von dem Stab, dass ihm irgendwie wieder so die Initiative gereicht wird, dass er wieder in seine Lebenskraft, in seine Lebensfreude, in seine Lebensdynamik kann kommen, dass der Fluss vom Leben kann einsetzen und ich kann wahrnehmen, dass das nicht der Fall ist im Moment bei dir. Also irgendwie gibt es vermutlich eine Erschöpfung oder eine Müdigkeit, vielleicht auch eine Energie, die sagt, ich bin des Kampfes müde, wo irgendwie vielleicht auch in einem zweiten Schritt wird erkennen, dass das Leben nicht der einzige Kampf ist, dass es kein Überlebenskampf ist und dass es auch gar nicht um einen Überlebenskampf geht. Aber weil die Energie, die so müde macht, ist es sehr wichtig,
gut zu spüren, wo in deinem Leben kämpfst du noch? Bist du vielleicht möglicherweise auch in einer Rechtfertigung? Das kann ich hier auch wahrnehmen. Versuchst du, dich rechtfertigen, deinen Standpunkt zu verteidigen? Ja, das kann ich so ein bisschen wahrnehmen. Und das ist eigentlich etwas, das nicht mehr nötig ist, weil der Ritter der Schwerter ist ja so müde geworden. Und weil er eben genau so müde geworden ist, kann man wie fast ein bisschen erkennen, es findet eine Erschöpfung statt. Und die Müdigkeit, die ihn so erschöpft, ist eigentlich so ein bisschen wie die Dreischiebe, die er auch erfolgt, um zu inneren Einsichten zu kommen. Wir schauen mal, was die zweite Karte dazu zu sagen hat. Und das wird gerade noch bestätigt. Wir haben den Eremit. Ich weiß nicht, sieht man es so? Nein, so sieht man es. So sieht man es eigentlich gut. He? Der Eremit. Und der Eremit zeigt eigentlich auf wunderbare Art und Weise auf, hey, es geht darum, in Rückzug zu gehen. Es geht darum, in die Höhle zu gehen. Es geht darum, vielleicht auch das Thema, das du hast, mit jemandem zu besprechen, der auf seinen Wegen schon ein bisschen weiter ist als du. Und ich habe irgendwie auch warnen, dass da vielleicht mögliche Konflikte waren, gerade auch mit dem Ritter der Schwerter, dass du vielleicht Mühe gehabt hast, dich unterzuordnen, gerade auch gegenüber sehr gutmütigen und gutherzigen Energien. Und wenn man die vielleicht irgendwo mal ein bisschen platziert hat und gesagt hat, lass, so und so ist es, hast du schon wieder wie versucht, den Kampf anfangen zu machen, den Widerstand anfangen aufzubauen. Und mit dem Eremit sagt man dir eigentlich, hey, jetzt ist wirklich Zeit, in die Ruhe zu kommen, in die Geborgenheit zu kommen und auch zu verstehen, dass du Liebe annehmen darfst. Liebe akzeptieren und dass für dich auch Liebe da ist und dass du auch Geborgenheit bekommst. Es ist ein Konflikt, möglicherweise, den du mit dir selber austreibst, wo es kommt mir fast ein bisschen vor, wie dir ein bisschen an der Weisheit fehlt, wie du dich so ein bisschen aus dem Teufelskreis oder aus dem Kreis, wo du dich immer wieder bewegst und immer wieder die gleichen Muster erzeugst, dich kannst befreien. Und der Eremit hilft dir da dabei, wie alles aus einer höheren Warte aus anzuschauen, wie aus der Vogelperspektive aus anzuschauen, aber auch dich anzubinden an dein göttliche Licht, an die göttliche Quelle, an die Quelle der nie versagenden Liebe, die ewig für dich fließend ist. Und mit dem Ritter der Schwerter kann ich sehen, dass es Situationen gegeben hat oder auch Kämpfe gegeben hat, Auseinandersetzungen, Gefechte, Streit, was auch immer, du möglicherweise abtrennt bist von der Liebe. Weil sonst wäre es ja nicht zu so einer harschen und unfreundlichen Energie gekommen. Lass dich auf mit Liebe. Lass dich auf von der Energie und vom Leuchten, vom Strahlen vom Eremit. Der Eremit hat eine unglaubliche Strahlkraft. Er kann dir ganz viel über die Mysterien vom Leben erzählen. Ja? Wie das Zusammenhang im Leben erfolgen. Welche Zusammenhänge was bewirken. Und du bist hier immer noch mit deinem müden Ross Runde um Runde und Runde am Drehen. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, es könnte vielleicht auch noch ein bisschen Ego-Aktivität da drinnen sein. Also das heisst, dass du es vielleicht gar nicht wusst, was man dir möchte zeigen, weil du irgendwie so verbissen bist, verbissen, selbst verbissen, so dermaßen auch festgefahren, vielleicht da mit dem Ritter der Schwerterenergie in gewissen Anschauungsweisen, dass dir wie die geistige Flexibilität, die emotionale Flexibilität fehlt. Und so kann es auch mal sein, dass der Eremit hier sein Stöckchen hebt und mal das gegen dich stößt, tak, 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 puff, dass du einfach mal ein bisschen wie einen anderen Drall bekommst von deiner Energie. Also er ist ja auch ein Meister von der Energielenkung. Und so geht es auch bei dir darum, deine Energie umzulenken. Statt immer hier so im Kreis zu drehen, geht es darum, so wie einen anderen Drall zu bekommen, wie bei einem Ball, wo er plötzlich in eine andere Richtung geht. Es ist ein bisschen wie beim Billardspielen. Ja, Billardspielen, das hat mit der Energie des Eremit zu tun. Aber nicht nur das, er ist wirklich auch angebunden an die kosmische Quelle, an die kosmische Heilquelle. Er kann dir wirklich sehr viel über die Mysterien des Lebens erzählen. Er ist schon einen weiten Weg gegangen. Er hat seine Erleuchtung gefunden. Und so kannst du natürlich noch strampeln und trötzeln wie ein kleines Kind. Sein Licht
fließt trotzdem zu dir, scheint trotzdem zu dir. Und es ist an dir, wie zu entscheiden und anzunehmen, ob du das möchtest annehmen oder ob du weiterhin hier mit dir deine Kämpfe möchtest austragen. Interessante Energie. Es kann sein, dass es vielleicht jetzt zu Weihnachten hin ein bisschen ruhiger wird werden und dass du da bessere Erkenntnisse wirst haben, worum das es eigentlich geht. Ja, der Eremit ist ja auch immer die Karte, die dir die Zusammenhänge vom Leben erklären kann, die Mysterien vom Leben, und dass du somit auch zu deiner eigenen Erkenntnis wirst kommen können. Ja. Gut. Wir schauen, was ist momentan die abnehmende Energie bei dir? Und das ist der König der Kelche. Also das heisst, ich habe wahrgenommen, dass du da vielleicht ein bisschen wirklich, eben, weil der Hauptimpuls da mit dem Ritter der Schwerter ist, dass du ein bisschen aus deiner wohligen Mitte, aus deiner verständnisvolle Energie, aus deiner Grossmütigkeit, Grosszügigkeit möglicherweise ein bisschen daraus herausgefallen bist und vielleicht auch ein bisschen den Stand von der Harmonie verloren hast. Vielleicht auch den Stand von deiner Liebe, von deiner Selbstliebe, von der Freundlichkeit dir selber gegenüber. Der König der Kelche hat bisher eigentlich relativ gut für dich gewirkt. Und es kann sein, dass eben genau aufgrund von dem König der Kelche, der hier hockt, dass er dir Heilungsenergien oder Informationen ja, ganz auf eine liebevolle Art und Weise hat zukommen lassen, dass du gesagt hast, hey, ich mache nicht mehr den Kampf hier mit mir, ich mache nicht mehr den Ritt mit dem Universum, sondern du bist abgestiegen von diesem Ross im Wissen darum, dass vielleicht irgendwie andere Wege müssen eingeleitet werden, dass neue Horizonte dürfen eröffnet werden und dass es auch um das Erwachen von dir geht, hinsichtlich deiner eigenen Identität, also wer du bist, erkenne dich selbst. Mit dem hat das unter anderem für mich auch zu tun. Und seine Energie läuft jetzt wirklich aus. Es kann auch sein, dass du möglicherweise vielleicht auch bezüglich einem Mann dich vielleicht ein bisschen gelöst hast oder losgelöst hast, eben wirklich den Kampf aufgegeben hast und dich in deine eigene Höhle zurückziehst. Oder auch eine Frau oder auch eine Person generell in deinem Umfeld, wo du sagst, ja, von der habe ich mich jetzt ein bisschen gelöst. Ich weiss, dass ich meine eigene Innenschau muss machen und in meine eigene Innenschau muss gehen. Und das ist sicherlich schon mal eine ganz gute Entwicklung. Wir schauen, was im Moment der Hauptimpuls ist bei dir. Ui, 8 von den Schwertern. Mit 8 von den Schwertern sieht man, dass du hier noch gefangen bist. Gefangen in einer Situation, wo du tatsächlich nicht ganz alles kannst sehen. Und dass du dich vielleicht eingeschnürt und unfrei fühlst. Vielleicht auch bedrängt. Das kann ich auch wahrnehmen hier. Und unklar, vielleicht bist du zu einer Gefangenen oder zu einem Gefangenen von deinem eigenen Schicksal geworden. Und es ist einzig der Eremit, den ich hier wirklich ganz stark sehe, der dir helfen kann, dich selber zu reflektieren. Weil irgendwie reflektiert es ja schon, weil da unten ist ja auch das Wasser abgebildet, aber du kannst es wie nicht sehen oder du willst es nicht sehen. Also da kann ich auch wiederum ein bisschen die Ego-Aktivität wahrnehmen, wo dir vielleicht selber ein bisschen den Weg versperrt. Und du dir vielleicht selber im Weg stehst, überleg dir das gut. Spür gut in dir rein, wo du dir vielleicht möglicherweise selber im Weg stehst oder dir selber auf den Füßen stehst und es dir nicht ermöglicht, loszulassen. Ich habe das Gefühl, loszulassen von Anschauungsweisen, die alt geworden sind, die nicht mehr zu dir gehören, die einfach jetzt wirklich einen Neuanfang und einen Identitätswechsel ansteht. Es geht darum, die Muster von der Vergangenheit, die immer und immer und immer wiederkehrend waren und ganz viele Probleme in deinem Leben vielleicht möglicherweise erzeugt haben, dass die jetzt eben genau durch die tiefe Innenschau, durch die Reflexion mit dem Eremit, vielleicht auch eine Person, die tatsächlich in deinem Umfeld ist, wo dir eben die Zusammenhänge erklären kann. Aber du siehst es wie noch nicht so ganz. Du siehst es noch nicht so ganz. Und es geht auch darum,
Und du siehst es vor allem deswegen noch nicht ganz, weil du es immer noch versuchst, mit dem Kopf zu verstehen und mit dem Kopf alles zu analysieren und einzukategorisieren. Und um das geht es eigentlich gar nicht mehr. Es geht darum, ins Gefühl zu kommen. Wirklich ins Gefühl. Und die Gefühle auch zuzulassen und auch wahrzunehmen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, du spürst zum Teil die Gefühle, aber du kannst sie wie intellektuell noch nicht richtig beschreiben bzw. einkategorisieren, geschweige denn wirklich verstehen, was die Gefühle mit dir machen. Es macht es vielleicht zum Teil auch mit dir. Und somit sehe ich auch, dass du vielleicht ein bisschen zum Opfer von deinem eigenen Gefühlsleben geworden bist oder zum Opfer von deinen eigenen Muster. Und das ist schon etwas, das noch muss beleuchtet werden und wo auch Heilung braucht. Aber ich sehe auch, du bist in einem Heilungsprozess drin, weil sonst wäre der Eremit ja auch nicht gefallen. Aber es braucht wie noch Zeit. Also du bist wirklich mitten drin. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade diese Woche die Sonneneruption gehabt und das wirkt ja wirklich jetzt noch ganz stark nachher bis und mit Ende Jahr sowieso. Und dann kommt die neue einschwingende Energie vom 2021, die auch noch ihren Beitrag wird leisten. Also von dem her, wir haben ganz viel zu tun. Wir schauen, welche Energie da bei dir jetzt im Moment zunehmend ist, was bei dir ansteigt. Hey, 7 von den Schwertern. Eieiei. In was für Energien bist du da gerade, liebe Frau, lieber Mann? Wir haben 7 von den Schwertern und es geht um Betrug. Hinterhältigkeiten, Selbstbetrug. Und ich habe wie so das Gefühl, du willst dir vielleicht ein bisschen deine eigene Welt schön malen, aber es gibt eigentlich gar nicht mehr selber dir schön zu malen. Also hier siehst du wie etwas nicht, aber du willst gleich die Situation, juppidu, heile Welt. Und was dir hilft und was wichtig für dich wird sein, ist wahrhaftig zu werden. Wird wahrhaftig mit dir selber. Bist ehrlich mit dir selber. Wo gibt es vielleicht Themen, die dich belasten, die dich bedrücken? Und lass die Gefühle zu, das ist so wichtig. Wo sind vielleicht auch Ängste um, hintergangen zu werden, betrogen zu werden? Ja, das ist ganz etwas Wichtiges. Wo möchte ich ins Bewusstsein kommen und wirklich im Bewusstsein auch gelenkt werden? Ein anderes Thema, das ich hier auch wahrnehmen kann, ist möglicherweise immer noch eine Wunde, die vielleicht noch nicht richtig verarbeitet worden ist, von einem Betrug aus der Vergangenheit, wo vielleicht ein Mann betroffen hat. Kann ja auch im Geschäftsleben sein, muss nicht nur in der Partnerschaft sein, wo du immer noch mit dir mitträgst und wo dich so ein bisschen wie in die Zwangssperre Corona lässt grüssen, nein, aber in so eine Zwangssperre von der 8 von den Schwertern geführt hat. Und es wird dir jetzt wieder mal mehr vor Augen geführt, aber du siehst es wie noch nicht. Du siehst es wie noch nicht, dass du eigentlich etwas in die Heilung gehen. Du laufst immer noch in diesem Muster, im Muster, im Muster, es dreht sich im Kreis und bist vielleicht auch ein bisschen angriffslustig gegenüber anderen Menschen. Und eigentlich ist das ja auch nichts anderes als eine Verletzung oder auch eine Selbstverletzung, die du gerade so gut könntest gegen dich selber richten. Ja, also wenn man andere verletzt, hat das ja immer auch mit einem selber zu tun. Und, aber gleichzeitig geht es ganz fest darum, mit den 7 von den Schwertern zu erkennen, wo laufst du von der Wahrheit davon? Oder wo bist du nicht aufrichtig mit dir selber? Das ist sehr, sehr wichtig. Es geht auch ganz klar darum, dir nicht mehr irgendwie eine Welt schön zu malen oder schön zu reden, sondern auch wirklich zu schauen, was gibt es denn da, wo dir vielleicht auch Angst macht. Angst, Verlustangst kann ich hier auch wahrnehmen. Verlustangst, dass dir so wie alles könnte entgleisen. Und gerade die Angst vor dem Entgleisen kann ich auch wahrnehmen, dass dich das sehr starr macht. Starr in deinen Gedanken, unflexibel in deinen Gefühlen. Und darum haben wir ja hier auch die 8 von der Schwerterlady, weil die 8 von der Schwerterlady, die möchte befreit werden. Und die kann nur befreit werden, wenn du es auch im Gefühl innen zulässt, die Heilung. Schaff weiterhin mit dem Eremit. Der Eremit wird dir hier auch noch ganz viel zeigen, was es mit der Wahrhaftigkeit von dir selber gegenüber zu tun hat oder wo du dich selber immer wieder belügst und betrügst. Es ist ein brutales Thema.
Und das ist etwas, das in die Heilung muss gehen, weil sonst dreht sich hier der Ritter von der Schwerter ewig im Kreis. Und du, das kann so weit gehen, dass man dann irgendwann wirklich in einer Erschöpfungsdepression landet. Und das ist auf jeden Fall zu verhindern. Gut, wir schauen, was für eine Energie hier im Unterbewusstsein bei dir schlummert. Mein Gott. 10 von den Schwertern. Ja, mit 10 von den Schwertern sieht man ganz klar, dass du in einer Phase bist, wo etwas, wo sehr schmerzhaft war, stechend war, wirklich zu Ende geht. Und dass es auch mit Leid verbunden ist. Also es ist wirklich ein qualvolles Ende, kann ich hier auch wahrnehmen. Aber ich kann auch wahrnehmen, dass es vielleicht auch ein bisschen selbst verursacht, so qualvoll wird. Das ist ja häufig auch mal ein bisschen so bei diesen 10 von den Schwertern. Und das hat mit dem Ego zu tun. Oder mit dem Ritter von der Schwerter-Energie. Das ist für mich ein bisschen jetzt hier ähnlich. Statt eigentlich hier die Güte, die dir ja auch könnte entgegenkommen, anzunehmen. Aber gerade der Spiegel vom Eremit ist natürlich glasklar rein. Und er zeigt dir sofort auf, wo dass es noch stockt. Und es wird so schmerzhaft, weil du hier in dieser Energie von diesen 8 von den Schwertern bist. Und die leitet dann eigentlich wirklich das definitive Ende ein. Aber du weißt, mit 10 von den Schwertern, auch wenn es das definitive Ende ist, das zu dir kommt, wo ganz viel Schmerz in der Vergangenheit war, wo vielleicht auch unüberwindbare Hindernisse sich dir gezeigt haben, wo du vielleicht auch ganz viel Dunkles und Negatives erlebt hast, so kommt trotzdem ein Neuanfang. Und diesen Neuanfang wirst du vor allem vornehmlich manifestieren können, wenn du dir erlaubst, in die Wahrheit zu gehen. Schau deine Narben von der Vergangenheit an. Schau die Narben, die Wunden von deiner Vergangenheit an, damit du kannst aus denen lernen. Und es ist fast so, wie als würde das nochmal so in diesem Zyklus präsentiert werden mit dem Eremit. Dass es auch wiederum geht, vielleicht wirklich nochmal hier und da eine Schattenarbeit zu machen. Und auch zu verstehen, wo das sich gewisse Themen immer wieder im Kreis drehen. Und den Zyklus zu zerbrechen von diesem Leid. Um das geht es hier ganz, ganz fest. Und auch um Bewusstwerdung. Und auch damit verbunden auch um Heilung. Weil es ist ja einerseits das Leid selber, das das Ende einleitet. Aber auch die Gnade, die grosse Gnade von dem Eremit, wo dir zuteil wird, dass er dich in seine Höhle ruft und dass du Unterricht bekommst. Und der Unterricht, der kommt aus der höchsten göttlichen Quelle, weil, wie ich es vorher gesagt habe, der Eremit hat ja seine Erleuchtung gefunden. Und somit ist er auch angeschlossen an die göttliche Quelle, so wie eigentlich jeder Mensch auch, aber er vielleicht noch ein bisschen mehr. Sein Bewusstsein ist schon sehr erweitert und sehr präsent und es hilft dir vielleicht, dich mit ihm auszutauschen, weil er dir gewisse Zyklen, die wiederkehrend waren in deinem Leben, mit einem neuen Licht können, mit einem neuen Licht kann betrachtet werden und beleuchtet werden. Und dort drinnen ist nicht nur Schlechtes, auch wenn es im Moment ein bisschen dramatisch aussieht, anspruchsvoll aussieht, es ist nicht nur schlecht. Vertrau darauf. Aber ich sehe schon mit diesen Energien, die hier liegen, dass es schon auch noch um eine Glaubensprüfung geht. Wir schauen, wo dass es im Bewusstsein im Moment bei dir steht oder was im Moment dein Bewusstsein bewegt. Es ist der König von den Schwertern. Ja, mit dem König von den Schwertern. Es geht ganz fest darum, zu schauen und ganz gut bei dir zu überprüfen, wo gehst du möglicherweise jetzt zwar ein bisschen aus dieser Energie vom Ritter von den Schwertern raus, aber dafür kann ich warnen, aktivierst du hier die sehr stark verstandesbetonte Energie vom König von den Schwertern. Und die Energie vom König von den Schwertern kann ich wahrnehmen, dass es ein bisschen mit Besserwisserei zu tun hat. Und ich habe hier auch einen gewissen Stolz vorne bei dir. Und vielleicht willst du es einfach besser wissen, weil du vielleicht irgendeiner Person etwas noch heimzahlen willst. Mach es nicht so. Mach es nicht so, dem zahle ich noch eins heim oder dem zahle ich noch eins zurück oder dem wische ich noch eins aus. Das ist kindisch. Das ist ein bisschen kindisch, das müssen wir schon sehen. Aber
die Energie von dem König von der Schwerter und vielleicht auch ein bisschen das kindische Verhalten, das so ein bisschen, die zeige ich dir noch, die Energie wird genährt hier von den sieben von den Schwertern, so wie ich es wahrnehmen kann. Und zwar, weil der Betrug oder der Konflikt oder das Hintergangenwerden aus deiner Vergangenheit noch nicht richtig aufgelöst worden ist, das Trauma, der Schock noch nicht richtig aufgelöst worden ist und darum zu dieser starken Verhaltensform, von dieser Strenge vom König von den Schwertern gekommen ist. Ich weiß es besser, ich weiß es besser, ich zeige es dir. So, so ist er in seiner Energie. Und er ist ja nicht gerade der freundlichste König. Und er hat auch absolut seine Daseinsberechtigung, aber hier, in diesem Bild, nehme ich ihn nicht so als eine Energie wahr, die dir hilft, sondern eher, es war eine Fluchtreaktion von dir gewesen, aus vergangenen Ereignissen möglicherweise, dass du dich da so ein bisschen am Stab geklammert hast oder am Schwert geklammert hast. Und das machen ja auch gerade sehr viele Frauen auch, dass sie dann so in ihr Herz verschließen und in Intellekt flüchten und in Verstand flüchten und dann alles intellektualisieren und verstehen und begreifen und mit dem Kopf alles machen, damit ja ihrem Herz nicht der Schmerz nochmal angefügt wird, wo sie erlebt haben in der Vergangenheit. Und es hat hier mit Verrat zu tun, es hat mit Missbrauch von Gefühlen zu tun, mit Verleumdung vielleicht auch und vor allem auch mit hintergangen werden. Betrug. Und das ist etwas, wo möchte die Heilung kommen. Und jetzt auch nochmal möchte ich bewusst gemacht werden. Und das kann ich auch wahrnehmen, im gleichen Schritt, der König der Schwerter lässt dich hier nicht aus diesem Prozess gehen. Er ist ja am Schluss auch der Regent von der gesamten Schwertenergie. Und er wird dir mit aller Härte oder auch Klarheit, Wahrheit, Direktheit, dir das Thema spiegeln, mit aller Schroffheit vielleicht auch, bis du es gecheckt hast. Weil das ist wie eine Gegenenergie. Aber weil du den Anteil in dir innen selber auch hast, denke immer daran, an das, was ich immer wieder erwähne, Energie wirkt immer in beide Richtungen. Und ein homöopathisches Mittel kann dann wirken, wenn es eine Resonanz gibt. Und dann kann auch so etwas wie eine Erstverschlimmerung eintreten. Und deine erste Verschlimmerung zur Heilung wird sein, dass du dich schonungslos dem wirst konfrontieren müssen und erkennst, welche Härte in dir innen ist. Und es kann auch sein, dass du somit auch vom Aussen die Härte gespiegelt bekommst, um zu verstehen, wer du selber bist und was es hier genau mit all diesen Prozessen zu tun hat. Und das ist nicht unbedingt freundlich, weil wir haben es mit einer Schwertenergie zu tun. Die sind stechend, die sind spitz, ja, die sind sehr aufbrechend. Wir schauen mal, wo und wie das weitergeht und sich weiterentwickelt. Und da kommt sieben von den Kelchen. Uiuiui, sieben von den Kelchen. Und ich kann wahrnehmen, dass es hier mit ganz vielen Ängsten zu tun hat. Auch irrationale Ängste. Ängste, wo man dir vielleicht irgendein Bild vorführt, aber du siehst es nicht klar. Du nimmst es nicht wahr. Du kannst es nicht richtig zuordnen. Und da kommen so gruselige Gestalten. Da ist ja ein Drache, da ist eine Schlange, da ist so eine verhängte Jesusfigur. Suspicious empfinde ich das. Und genau, weil es so diffus und nebulös ist, man kann nicht so richtig einschätzen, ist es jetzt etwas Vertrauensvolles oder ist es jetzt etwas Negatives? Das ist auch gerade so ein Thema, wo man momentan aufgrund von diesen Sonneneruptionen stark im Feld spürbar ist. Genau auch wegen dem kommt die Härte und die Schärfe vielleicht auch vom Schwertkönig und sagt, hey, schau, aufhören mit Träumen, aufhören dir hier deine Welt schön auszumalen und wirklich verwachen. Weckruf! Ding dong, ding dong, ding dong! Weckruf, damit du verstehst, was das in deinem Leben immer wieder so und so funktioniert hat. Und
Er lässt dich nicht springen, der König der Schwerter. Er wird dich so lange mit dem konfrontieren, bis du gecheckt hast, um was es geht. Welche Muster hier leider fuck off nochmal immer wieder funktionieren und das gleiche Drama produzieren. Drama haben wir hier. Das kann auch ein bisschen ein Einfluss sein, manchmal bei diesen 7 von den Kelchen, dass jemand die Sachen nicht ganz klar sieht oder verhaftet ist in Illusionen und ein bisschen der Realitätsverlust erlitt. Das kann mit dem Stirnchakra zusammenhängen, wo im Moment gerade auch sehr stark bei vielen Leuten im Moment in ein Update geht. Das kann aber auch durch Fremdenergien gestört werden. Das ist ganz etwas Wichtiges, weil wir haben hier auch nicht so tolle Energien drauf, eben so die Schlange und so der Drache oder der Geierkopf. Also es sind nicht nur tolle Energien da drin. Und darum ist die Härte und die Strenge und dass wir dir der Rahmen geht. Innerhalb von diesem Rahmen bewegst du dich und nie einen anders, weil der Schwertkönig ist ja auch der Chef vom Ritter der Schwerter und der sagt ganz genau, wodurch es geht. Und du kannst nicht davon kommen. Du kommst auch nicht davon, solange der hier liegt. Und gleichwohl hat es auch aber mit der eigenen Härte von dir zu tun, mit der eigenen Strenge, die dringend muss losgelassen werden, um eben einen Neuanfang zu starten, damit der Schmerz von der Vergangenheit, der Schmerz vom Hintergangenwerden, vom Betrug, vom Selbstbetrug, vom Verrat, von der Verleumdung, vom Davonlaufen vor der Wahrheit, weil man die Wahrheit nicht wahrhaben will, dann macht man ja manchmal auch ein bisschen die Vogel-Strauss-Taktik, um sich dem nicht zu konfrontieren und zu stellen. Und wir schauen jetzt, hat die Hohepriesterin ihr Geheimnis schon freigeben. Trommelwirbel. Nein, noch nicht. Es ist der Ritter von der Münze. Die Karte tun wir jetzt auch nicht interpretieren, weil sie nicht relevant ist für die Legung. Ja, ich glaube, es sind nochmal anspruchsvolle Energien, die uns hier erwarten. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören, wo du stehst. Lass mir doch gerne ein Feedback hier und ich wünsche dir ganz eine vertrauensvolle Zeit. Schau in die Wahrheit vom Herz und verleugne dich selber vor allem nicht. Das ist die wichtigste Botschaft in diesem Reading. In deinem Bewusstsein liegt der König der Schwerter. Er gibt dir auch die Möglichkeit, in Wahrheit und Klarheit und Echtheit die dem zu stellen, sowohl aber auch das Licht vom Eremit auf die leuchten zu lassen und die heilenden Energien und die Impulse, die zu dir kommen möchten, dir auch zu geben. Alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!